Okay. Schlechte Nachrichten aus der Entwicklungsabteilung. Ein Teil ist durch die Qualitätskontrolle gefallen. Sie können das hinbiegen, aber das kostet zusätzliche Ressourcen. Das Projekt wurde gestoppt, aber du kannst die Zusatzarbeiten per Laptop anordnen. Hi Leute, wie geht's und willkommen bei der 15. Episode unserer F1 2017 Karriere für Renault. Ja, schlechter hätte die Episode kaum anfangen können eigentlich. Das Aerodynamik-Update, was ich eben in Auftrag gegeben hatte, hat leider nicht funktioniert oder beziehungsweise ist noch nicht ans Auto gegangen, weil eben die Entwicklung praktisch fehlgeschlagen ist und das Auto deswegen nicht mit dem neuen Teil ausgestattet werden kann. Ja, ziemlich ärgerlich, weil ich gehofft hatte, dass uns dieses Teil ein bisschen weiterbringen kann, auch hinsichtlich des Rests der Saison. Ja, wie gesagt, der große Preis von Malaysia steht bevor. Ich fahre hier nur ein 25% Rennen, wird dann aber beim großen Preis von Japan wieder im Gegenzug dazu praktisch verbessert werden, weil ich da dann ein 50% Rennen, vielleicht sogar ein 100% Rennen fahren werde. Das muss ich aber noch sehen, weil Japan da ich die Strecke eine ganze Ecke lieber mag. Ja, Malaysia immer eine bequem, relativ kritische Strecke für mich. Es gab eigentlich nur ein Rennen bisher in der Geschichte, in wo ich F1-Spiele gefahren bin, in dem ich wirklich richtig gut zurechtgekommen bin eben auf dieser Strecke. Und das war Saison 2 bei F1 2016 für Sauber, ja. Deswegen ist das hier ein bisschen eine offene Kiste. Ich habe aber eher nicht so große Hoffnungen. Also wir werden hier nicht so gut an das gute Ergebnis eben von Singapur anknüpfen können. Von daher müssen wir mal abwarten, was hier so möglich ist. Nach wie vor ist unser Ziel, Punkte eben zu holen. Ich meine, wir müssen jedes Rennen in dieser Saison in den Punkten beendet haben. Wenn ich mich gerade nicht täusche, irgendwie denke ich mir das gerade. Na, ich weiß es jedenfalls nicht sicher. Ich meine aber zumindest. Ja, jedenfalls, wir gehen auf unsere schnelle Qualifying-Runde. Erster Sektor, natürlich lila, weil noch niemand vor uns jetzt eine Runde eben gefahren hat. Relativ solide eigentlich. Das Auto hat sich auch ganz gut angefühlt. Das ist eigentlich wirklich nur das Problem mit dem Tempo hier. Jetzt zu Beginn des zweiten Sektors auch diese Links-Rechts-Kombination fühle ich mich nicht so ganz wohl im Auto. Hatte ich gehofft, dass das Aerodynamik-Update eben anschlägt und eben ans Auto gebracht werden kann. Dann hätten wir in den schnellen Kurven zumindest ein bisschen besseres Gefühl, als es jetzt eigentlich war. Haben uns hier auch bei der Hahnnadel jetzt in der Linkskurve ein bisschen vertan, leider. Das könnte nochmal ein paar Zehntel gekostet haben. Ich schätze mal so 3 Zehntel. So ist unser Rückstand jetzt im Mittelsektor. 9 Zehntel auf Sebastian Vettels Pole Position Zeit, provisorisch jedenfalls. Müssen wir mal abwarten, jetzt durch den letzten Sektor. Jetzt kommt eigentlich die größte Problemkurve hier, die Rechtskurve. Berghoch hin zur Gegengeraden, die Sergio Perez Kurve. Aus 2012 besser sagt. Ja, sind auch hier nicht ganz gut da durchgekommen. Das hat ja schon eine ganze Menge Zeit gekostet, weil man da einfach, man muss da einfach ziemlich gut rauskommen aus dieser Rechtskurve, weil man ansonsten auf der Gegenrand schon relativ viel Zeit verliert. Ich denke mal, wir haben allein durch das schlechte Rauskommen hier 2 Zehntel circa verloren und ja, deswegen war das alles in allem keine gute Runde und es ist eine 1:35.398, 2 Sekunden circa hinter Sebastian Vettels Zeit und ja, werden wir jetzt die Zeit ein bisschen beschleunigen Richtung Ende der Session. Wir sind auf Platz 5 gefallen, ist eigentlich noch ein ziemlich super Ergebnis, also deswegen bin ich da gerade ein bisschen überrascht. Ah, aber wir sehen jetzt hier, während wir auf unsere zweite Qualifying-Runde gehen, 50 Sekunden und circa in der Session zu fahren, es fängt an zu regnen, also werden hier kaum noch Leute ihre Rundenzeit eben verbessern können. Also wir sind auf Platz 6 nochmal einen Platz nach hinten gereicht worden, aber Platz 6 wäre immer noch ein super Qualifying-Ergebnis hier beim großen Preis von Malaysia. Könnte uns jetzt natürlich das Wetter in die Karten spielen, weil eigentlich so nass, wie es jetzt schon ist, sollte hier niemand seine Runde richtig verbessern können. Ihr könnt sehen, Sergio Perez auf der Strecke direkt vor uns auf Platz 15 im Moment, provisorisch nur. Ja, und im ersten Sektor direkt 6 Zehntel hinter unserer provisorischen, 6 Zehntel hinter unserer ersten Qualifying-Zeit. Also die Runde hier wird eigentlich keine Verbesserung mehr geben und ich glaube auch, dass unser Rivale Sergio Perez dann nicht weiter vorne starten wird als der 15. Platz. Also das ist natürlich ganz gut für uns. Ja, und auch im Mittelsektor jetzt 3,3 Sekunden. Rückstand auf unsere bisherige beste Zeit. Also eigentlich sollte da niemand mehr großartig seine Zeit verbessern. Und als wir über die Linie kommen, werden wir noch auf Platz 8 gereicht. Also 2 Leute scheinen da noch mal ihre Runden verbessert zu haben. Bin ich nicht ganz sicher, was da los war. Vielleicht war das noch Lewis Hamilton, der hinter uns eben noch auf der Strecke war. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, dass wir da noch 2 Plätze verloren haben. Aber gut, 8. Platz ist immer noch mehr, als ich ehrlich gesagt erwartet hätte. Und wir können es auch daran sehen, es hat uns da ein Toro Rosso, es müsste Carlos Sainz gewesen sein, ja, der auf Platz 7 steht, eben in der Startaufstellung, hat uns eben auch noch überholt, von daher können wir damit relativ zufrieden sein, dass das Wetter uns da, ja, dann doch noch etwas nach vorne gespült hat. We'll be right back.
ihr könnt sehen, keine Startplatzstrafen leider, bis auf Sergio Perez, der eh von weiter hinten gestartet wäre. Also das, worauf ich ein bisschen gehofft habe hier nach wie vor eigentlich, seit Spa im Prinzip schon, dass hier die Top-Leute auch mal ein bisschen nach hinten versetzt werden. Ja, darauf muss ich weiterhin warten. Vielleicht wird das dann beim großen Preis von Japan eintreffen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall stehen wir jetzt in der Startaufstellung für Platz 8 hier. Es wird kein Regen erwartet. Einstoppstrategie natürlich wie immer bei 25% Rennen. Auf den Softreifen werden wir dann wechseln gegen Runde 5, 6 rum. Ja, und jetzt warten wir jedenfalls hier auf die 5 roten Lichter. Das erste ist schon da. Das zweite, dritte, vierte. 5 rote Lichter. Und los geht's beim großen Preis von Malaysia. Sehr lange hat es gedauert, bis die 5 roten Lichter dann letztendlich ausgegangen sind. Ricardo mit einem absolut fürchterlichen Starter. Sainz super gestartet und auch Esteban Ocon relativ gut weggekommen. Kann aber auch nur deshalb eben so aussehen, weil Daniel Ricciardo eben so schlecht gestartet ist. Wir versuchen ihn innen zu überholen, runter zur ersten Kurve, berühren ihn da leicht, aber das war an sich nichts Schlimmes. Können also jetzt leider keine Position gut machen, weil wir es außenrum nicht halten konnten durch die zweite Kurve gegen den Australier. Sind also auf Platz 8 geblieben jetzt hier. Ja, und das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir eigentlich am Start hier unsere Position gut machen können, weil ich nicht glaube, dass wir vom Tempo her so gut sein werden, dass wir ziemlich viele Plätze hier noch nach vorne kommen werden. Also ich denke, P8 könnte auch direkt schon das Maximum sein. Sainz und Ocon sollten wir vielleicht kriegen. Also Sainz auf jeden Fall sollte unser Ziel sein, hier den eben noch zu schnappen im weiteren Verlauf des Rennens. Ja, jetzt sollte erstmal unser Ziel sein, hier dran zu bleiben. Wir kommen ein bisschen weit raus danach der schnellen Links-Rechts-Kombination. Aber das hatte dann nicht so viel gekostet. Wie gesagt, erstmal dranbleiben an Daniel Ricciardo und dann können wir nämlich auch in dem Sinne direkt an Carlos Sainz dranbleiben, denn Ricciardo sollte die Pace haben, dass er da an Sainz eben vorbeigeht und dann, ja, vielleicht können wir uns das zu unserem Vorteil eben nutzen und dann auch noch gleichzeitig an Carlos Sainz vorbeigehen. Die Frage ist halt, was Esteban Ocon davor macht, ob er den Ricciardo eher aufhält und ob wir deswegen dranbleiben können oder, ja, ob Ocon hier wirklich sogar ein gutes Tempo gehen kann, fast sogar wie Sergio Perez in Singapur. Naja, jetzt gegen jedenfalls Ende der ersten Runde kommen wir wieder nicht so ganz gut durch die Rechtskurve bergauf da, sodass dann Lance Stroll relativ nah an uns rankommen konnte. Daniel Ricciardo seinerseits ist extrem nah dran an Carlos Sainz, also er sollte eigentlich die Möglichkeit haben, hier auf der Stadt jetzt einen Angriff zu starten. Wir sind leider ein bisschen weit weg, also richtig von profitieren wollen wir davon nicht, werden wir jetzt sehen können. Daniel Ricciardo direkt im Heck von Carlos Sainz und sollte hier jetzt auch runter zur ersten Kurve die Möglichkeit haben, den Spanier eben zu überholen. Sollte da das deutlich schnellere Auto haben. Sainz kann es nicht halten, hin zur zweiten Kurve hätte ansonsten die Innenbahn gebraucht, um da eben noch an Daniel Ricciardo vorbeizugehen. Aber eigentlich macht es auch keinen Sinn, sich großartig zu wehren, denn Ricciardo wäre im Laufe des Rennens eh noch an ihm vorbeigegangen. Ja, wir sind unsererseits dann trotzdem noch relativ nah dran gekommen jetzt an Carlos Sainz. Er versucht es halt, die Innenbahn zuzumachen und wir versuchen es trotzdem hoch zur Kurve 4. Sollten wir die Linie eigentlich halten können und gegen Sainz jetzt hier hin zur schnellen Links-Rechts-Schikane. Er ist immer noch neben uns direkt. Also super Racing hier. Carlos Sainz versucht es außenrum zu halten jetzt und er kann es sogar fast schaffen, aber im allerletzten Moment muss er dann eben doch zurückstrecken und wir kommen vor auf Platz 7. Also relativ gutes Rennen bisher. Immerhin nicht zu viel verloren und das sollte erstmal das erste Ziel hier eben sein beim großen Preis von Malaysia. Hier könnt ihr nochmal eine Wiederholung sehen davon, wie wir an Sainz vorbeigegangen sind. Ich hätte gedacht, dass ich ihn beim Schleunigen dann doch endgültig überholt hätte, aber er versucht hier hin zu der Links-Rechts-Kombination. Er hält ziemlich stark und wäre sogar eigentlich außenrum von uns wieder vorbeigekommen, aber dann hatten wir doch die bessere Traktion aus der schnellen Rechtskurve raus, bessere Aerodynamik dann doch als Carlos Sainz eben, ja. Da sieht man, der Renault ist da aerodynamisch eigentlich an sich schon ganz gut in den schnellen Kurven, aber ja, müssen wir mal weiter abwarten im Laufe der Saison, wie die anderen Teams sich da auch schlagen werden in dem Bereich. Ja, ihr könnt sehen, Runde 4 ist nicht wirklich was passiert. Unser Abstand zu Sainz relativ gleich geblieben. Er beschäftigt sich da auch eher mit Lance Stroll und Valtteri Bottas, der dahinter ist, der auch von relativ weit hinten gestartet ist, weil er eben nur einen Run im Qualifying eben absolviert hat und der war eben schon als die Track wie auch immer, irgendwie muss man sich entscheiden, als die Strecke eben ja schon nass war. Deswegen hatte da Bottas keine Chance mehr, weiter in der Startstellung nach vorne zu kommen. Ist jetzt auf Platz 8 vollkommen gegen Lance Stroll und auch Carlos Sainz und sollte dann im weiteren Verlauf des Rennens die letzten 9 Runden jetzt hier die Chance haben, uns zu attackieren, denke ich mal. Wir haben hier uns dazu entschieden, mal den Overcut hier zu riskieren. Ich denke mal, das war ein bisschen riskant, aber ich hatte ein bisschen Angst, dass sonst die Softreifen gegen Rennende absolut fürchterlich sein werden. Sind deshalb provisorisch im Moment vollkommen auf Platz 3, aber das sollte Boxenstopp bereinigt dann eben nicht unsere endgültige Position sein. Ihr könnt sehen, Bottas geht direkt in Runde 6 mit uns gleichzeitig in die Boxengasse. Und Hülkenberg macht genau das gleiche. Bottas, könnt ihr jetzt oben rechts sehen, wird aufgehalten, weil andere Autos noch eben in der Boxengasse sind und dadurch
hat Bottas dann 2-3 Sekunden nochmal verloren. Also das ist sehr ärgerlich für den Finn. Und dadurch sollten wir jetzt wirklich hier vor Bottas wieder aus der Boxengasse rauskommen. Damit hatte ich nicht gerechnet, weil eigentlich ist es so, dass die Top-Teams immer einen kleinen Vorteil haben, weil die eben als erstes abgefertigt werden und hinterher dann, wenn die kleineren Teams eben wie Renault oder die, besser gesagt, schlechteren Teams wie Renault, dann eben zum Boxenstopp eben die Autos reinholen, ja, sollte das eigentlich immer etwas kritisch sein, weil dann um eine Unsafe Release eben zu verhindern, die Top-Leute eben erstmal durchgelassen werden müssen. Ja, wir kommen wieder vor auf Platz 8, weil zwei weitere Autos in der Boxengasse sind. Ich habe mich eben absolut verhaspelt. Ich wollte nicht mehr, wusste nicht mehr richtig, was ich sagen wollte. Deswegen tut mir ein bisschen leid. Ja, wir sehen es jedenfalls. Runde 8, 5, 6 Runden noch zu fahren. Und jetzt zu Beginn der 9. Runde. Bottas kommt immer näher. Von den 3 Sekunden, die es ursprünglich nach dem Boxenstopp waren, sind es jetzt 2 Runden später nur noch 1,3 gewesen. Und ihr könnt schon sehen, Ende der 9. Runde. Bottas ist direkt an. Ich weiß eigentlich nicht, ob wir den halten können, die letzten 4, 5 Runden. Gut, dieses Mal werde ich nicht wie in Singapur die Chance haben oder beziehungsweise einen Vorteil daraus ziehen können, wenn ich Bottas vorbeilasse, dass da noch irgendwas weiter vorne passiert. Es geht hier schon um die Position. Den 7. Platz würde ich eigentlich gern halten, aber ich glaube nicht, dass das wirklich Sinn macht, sich hier großartig gegen Bottas zu wehren. Natürlich ist es auch in Sicht der Fahrerrangliste relativ entscheidend, aber ihr könnt jetzt sehen, auf der Startzielgeraden, Bottas kommt ziemlich nah ran an uns mit dem Windschatten, den ich ihn dann aber genommen habe, aber auch mit DRS und Mercedes Power kommt ihr hier vielleicht außenrum durch die erste Kurve vorbei an uns, sollte die Innenbahn dann haben für die zweite Kurve, müssen ihm natürlich da den Platz lassen. Jetzt Bottas zieht innen rein und überholt uns auch, ja, konnte ich leider nicht richtig was machen. Ich hätte die Linie ein bisschen weiter zufahren können, aber so hatte ich jetzt nicht wirklich die Chance, da mich richtig gegen Bottas zu verteidigen. Ich versuche jetzt nochmal hier vielleicht hoch zur 4. Kurve rein, sehr aggressiv wieder auf der Bremse. Können wir da vielleicht sogar die Linie halten gegen Bottas? Können sie für den Moment halten, sind neben Bottas jetzt hier auch hin zur schnellen Links-Rechts-Kombination, aber haben nicht so ganz die Chance, da wieder die Innenbahn zu bekommen. Bottas da einfach aerodynamisch und ja auch reifentechnisch zu stark, hat die Reifen gut genug ins Arbeitsfenster bekommen. Das ist uns vielleicht nicht gelungen. Ich versuche hier krampfhaft noch dran zu bleiben, komme da aber leider nach der Doppelrechts ein bisschen weit raus und verliere da direkt wieder etwas Zeit. Sehr ärgerlich. Ich deute nochmal hier an, runter zur Haarnadel. Einen kleinen Angriff hatte da gehofft, ihn ein bisschen nervös zu machen, aber hat leider auch nichts richtig genützt. Ja, und so sind wir dann jetzt eben noch auf Platz 8 zurückgefallen. Sehr ärgerlich, aber ich denke, das sollte jetzt auch relativ früh schon unsere beschlossene Endposition in diesem Rennen eben sein, weil Lance Stroll ist relativ weit weg. Ich versuche jetzt deswegen einfach nur noch den Motor zu schonen, Reifen zu schonen, das Auto nach Hause zu bringen und ja, und ihr könnt sehen, Ende der 14. Runde ist uns ganz gut gelungen. Ich habe noch ein bisschen Benzin gespart für einen gegebenenfalls Angriff von Lance Stroll durch meine Materialschonung. Ja, so wird es letztendlich Platz 8 beim Großen Preis von Malaysia. Nichts Spektakuläres, aber dann doch 4 ganz gute Punkte, die auch wichtig sein können in der Fahrermeisterschaft. Allerdings haben wir natürlich jetzt gegen Red Bull einiges am Boden verloren. Verstappen und Ricciardo sind beide sehr gute Rennen gefahren. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ja. Wenn man sich das nochmal überlegt, hinsichtlich des Beginns der Saison. Unser Ziel war es in erster Linie, Best of the Rest zu sein, also bei den Teams, bei der Konstrukteursrangliste Platz 4 einzunehmen und bei den Fahrern Platz 7. Und da sind wir im Moment, werden wir auch gleich nochmal sehen, deutlich auf Kurs zu dem Ziel, dass wir das sogar überbieten. Sagt man da überbieten oder unterbieten, wenn man auf niedrigerem Platz hier eigentlich sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs das dann zu Ende bringt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sollten wir es versuchen, zumindest gegen Ende der Saison noch besser als Platz 7 platziert zu sein. Aktuell müssen wir auf Platz 4 zurückgefallen sein, denn auch Sebastian Vettel mit dem 2. Platz ein super Ergebnis hier beim Großen Preis von Malaysia. Gut, es war etwas glücklich, dass wir da in der Fahrerrangliste etwas nach vorne gekommen sind, eben dadurch geschuldet, dass wir in Belgien dann als Zweiter gewertet wurden, obwohl wir eigentlich nur Sechster waren, ja. Ich habe ja gesagt, über kurz oder lang wird da Vettel noch an uns vorbeikommen. Verstappen Dritter, Ricciardo Vierter, nachdem Lewis Hamilton das Rennen gewonnen hat. Ja, Vettel war ja auch schon in Singapur, das hatte ich ja gerade vernachlässigt. Hat ja schon da 10 Punkte auf uns gut gemacht und ist eben da schon an uns vorbeigegangen. Ja, aber wie gesagt, Red Bull dadurch jetzt 3 Punkte vor uns in der Konstrukteursrangliste. Hatte ich eigentlich noch die Hoffnung, dass wir das länger halten können gegen Red Bull. Aber müssen wir weiter abwarten. Es sind noch 5 Rennen in dieser Saison zu fahren. Das nächste Rennen wird der Große Preis von Japan sein. Und da habe ich eigentlich relativ hohe Hoffnung. Ist meine Mitlieblingsstrecke im Kalender, freue ich mich ziemlich drauf, vielleicht sogar ein 100% Rennen, 50% Rennen fahre ich da auf jeden Fall, 100% Rennen ganz vielleicht, das müssen wir noch sehen. Und auch in der Fahrerrangliste sieht es eigentlich noch ganz gut aus, Platz 4, 36 Punkte vor Daniel Ricciardo und dahinter ist dann erst Valtteri Bottas, also vielleicht können wir das wirklich sogar bis zum Saisonende eben halten. Durch unsere konstante Punkteleistung haben wir uns da relativ
gut eigentlich auf Platz 4 etabliert, weil auch Bottas und Ricciardo immer mal gestrauchelt haben, da mal ausgefallen sind. Und wir haben eigentlich konstant unsere Punkte geholt und ja, dann auch mal ein paar Ausreißer nach oben. Und das hat uns letztendlich jetzt auf Platz 4 eben verschafft in der Fahrerliste. Und vielleicht können wir das sogar bis zum Saisonende halten. Das wäre natürlich schön zu sehen bei den verbleibenden 5 Rennen. Vor allem, wenn noch ein paar Strafen vielleicht für die Top-Leute anstehen. Das hoffe ich mal. Oder vielleicht dann mal einen Motorschaden im Rennen, weil sie am Rande ihrer Antriebseinheiten eben angelangt sind, am Maximum, besser gesagt. Ja, dabei das auszureizen. Ja, wir hätten jetzt für 500 Ressourcenpunkte noch das Aerodynamik-Update starten können. Habe ich mich erstmal dagegen entschieden, weil ich hier erstmal mich um den Antrieb eben kümmern wollte, weil wir da hinsichtlich unserem Duell da mit Red Bull, also dem Renault-Duell praktisch, ein bisschen am Boden verloren haben. Deswegen will ich mich erstmal wieder um den Antrieb kümmern. Ja, im Rivalenduell sah es auch ganz gut aus, haben wir die Führung übernommen gegen Sergio Perez. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Episode gefallen. Lasst ein Like da, wenn es so ist. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und die nächste Episode wird dann eben der große Preis von Japan sein. Auf die könnt ihr euch auf jeden Fall richtig freuen. Ich freue mich auch mega drauf. Bis dahin, macht's gut.